Edmund Denzel! Los geht's. Dieser Shit ist gut gecuttet und er kommt nicht mal vom Fell. Der Shit, aus dem Legenden sind Edmund E. zum Einzelzell. Schild hoch, ein Schlag, du beginnst zu taumeln. Edmund Denzel, Haare am Sack und er lässt ihn wie die Seele baumeln. Engel singen seine Lieder, er ist hart wie ein Zweihänder. Damit meine ich nicht sein Schwert, Bitch, sondern seinen Ständer. Edmund Denzel, übermenschlich, Kind unendlich, Monster und hat dabei deine Mom im Sandwich. Leute, nenn mich 30 Stunden penetrant auf Seelen, fangt jeden. Herzlich willkommen zu Knallhart durchgenommen. Edmund Denzel ist am Start. Heute 4-Stunden-Session. Aber ich glaube, oder? Ist die zweite nur aufgenommen? Die zweite ist nur aufgenommen. Wir haben eine kleine Pause dazwischen. Und dann essen wir was und dann zeichnen wir die auf, bestimmt für morgen, oder? Nee, morgen ist aber auch eine Session. Dann machen wir. Warte jetzt. Schüren wir falsche Erwartungen? Ja, ich guck das jetzt nach. Guck mal nach. Guck das jetzt nach. Das wäre mega gut. Eddie hat mir gerade das Pad in die Hand gedrückt, freiwillig. Frisch desinfiziert, möchte ich an der Stelle sagen. Ja, das riecht mal. Das riecht richtig wie so eine frische Flasche Wodka. Aber bin ich denn wirklich dran? Ja, du hast ja den Boss gelegt. Es sei denn, wir sagen, nach Boss wechseln wir auch. Aber das will ich jetzt nicht allein entscheiden, diese Verantwortung. Guck mal hier. Heute um. Ich stehe schon im Nexus. Jetzt. 2 Stunden. Nee, heute nur 2 Stunden. Ja, ne? Aber wann machen wir denn dann? Dann ist es morgen nicht live, oder was? Kann ja nicht sein. Nee, dann ist das. Dann sind wir ab da versetzt. Ah ja, okay. Dann lese ich jetzt nochmal den Chat vor. Fort Knox ist da. Dein Freund. Alesse und alle. Ja, aber lass uns direkt mal einsteigen, würde ich sagen, ne? Ja, Mann, wir haben als letztes damit aufgehört, dass wir die Phalanx gelegt haben. Das war richtig gut. First try. Bosse 0, Edmund Denzel 1. Und du hast gemeint, die Leute schreiben, wir hätten viele Items vergessen. Also ein Item weiß ich, dass wir ausgelassen haben, nämlich oben bei Astrava, Ostrava. Aber also, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo wir so viel liegen lassen haben. Ja, vielleicht war es auch nur ein Typ, der meinte, wir hätten überall Items liegen gelassen und andere meinten, wir hätten ein, zwei liegen gelassen. Das war schwierig. Ich habe die Kommentare durchgescrollt und manchmal ist es schwierig, daraus zu finden, wie die Tendenz ist. Ich gucke hier gerade noch mal rein, ob es irgendwas zu tun gibt. Hier, es sieht gut aus. Rüstung haben wir keine neue. Wobei, warte mal, können wir die tragen? Nee, das eine, die das eine, die wir gekriegt haben, war die Frauenrüstung. Okay, also direkt mal kämpfen, oder? Hier gar nicht lange im Nexus rumhängen. Ich würde direkt 1-2 machen, oder? Überlege ich gerade. Direkt 1-2, sagst du? Ja, ist doch naheliegendste. Alternativ wäre. Dann kannst du dir auch noch mal von Ostrava den Ring oder was da oben ist holen. Ja, das hier ist der Berg, ne? Bergwerk, ja. Bergwerk. Das hier ist Latria. Mhm. Der ist kaputt. Und dann haben wir, was ist das? Defilement. Ach, Sumpf? Nee, da unten ist Sumpf. Das hier ist Storm, Altar of Storms. Okay. Altar of Storms. Ich hab mal viel gegrindet damals. Da haben wir doch gegrindet mit der Faust. Da habe ich zwar unser Leben für hergegeben, aber dafür haben wir schon wieder 1700, schon fast wieder ein Level. Guter Grindspot am Anfang, aber wir brauchen Grinden nicht. Brauchen wir nicht, nee. Gucken wir mal. Ja genau, schieb mal hoch hier, weil wie sieht das sonst aus? Ob der Dennis größer wäre oder was? Nee, mach mal. Ich bin so das kleine Maskottchen vom Dennis. Dann kannst du so tätscheln auf den Kopf. Oh. Ich bin so eine kleine. Dieses. Wie heißt denn der nochmal? Von. Pumuckl?
Naja, nee, von hier, der bei Jabba, dieser so, der Kobold, der so rum. Der hat einen Namen. Der hat bestimmt irgendwie Fretjo. Nee, nee, der heißt so. Der hat so einen längeren Namen. Fuck. Ich gucke in den Chat. Die wissen es bestimmt. Dieses Jabba-Vieh. Andreas, weißt genau, was du meinst. Ja, 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 genau. Der, das ist der. Wird der nicht gegessen? Salacious Crumb, genau. Pratchett. Pratchett 1. Salacious Crumb heißt der, ja. Alter, das wusste ich nicht. Danke dafür. Salacious Crumb, genau. Ludwig okay. van Wegen wusste es auch. Bisschen langsamer. Oh! Project Dead. Fuck, ich hab mich schon mega erschrocken. Stimmt, die Typen. Ah! Ah! Hier kann man schön die Hartschalen farmen. Habe ich schon gesagt, wie geil ich die Soundeffekte finde? Die sind echt besser, ne? Ja, die haben mal echt richtig Schmack jetzt. Eigentlich könnten wir es für meinen Geschmack hier drinnen noch viel lauter machen, aber wahrscheinlich ist das nicht so smart soundtechnisch. Nein. Aber so richtig geile Spiele mache ich auch richtig krass laut, dass die Nachbarn nach einer halben Stunde spätestens vor der Tür stehen. Oh, guck mal, wir haben was gefunden, da leuchtet was. Und da ist der Typ. Ist das Patches? Hallo. Nein, das ist Ostrava. Over here. It's me, Ostrava. Die Sounds, ey. Fenced in by enemies. Could you assist me? Ja. Ostrava ist so unfähig, ey. Clear out the soldiers blocking this passage, if it please you. Wir haben wieder so ein Links-Rechts-Problem, kann das sein? Just over there is now a feeding ground for dragons. Have your wits about you. Feeding ground? Das ist gelootet. Kann ich nochmal? Nee, ja. Ne? Geht nicht. Stimmt, wir haben ja. Nicht nur bei Ostrava das ein, wir müssen auch noch mal zu den Drachen. Ne? Da waren ganz viele Items, die wir haben liegen lassen. Ja, okay, aber da kommen wir ja auch nicht so ohne weiteres ran. Ja, ich will es nur jedes Mal uns wieder ins Gedächtnis rufen, nicht, dass wir es vergessen, weißt du? Das Spiel ist groß. Bloodstrain, wo geht's hier hoch? Da lag da noch. Da lag jetzt auch. Da sind zwei noch. Haben wir den Ring an, der, dass wir mehr, dass es mehr droppt. Ja. Und du hattest das letzte Mal gecheckt. Geil, dass wir kein Hearthstone gekriegt haben. Aber ich glaube, wir brauchen zwei für ein Upgrade. Guck mal kurz wegen dem Ring. Da ist er. Providential. Raises Item Discovery. Ah, gut. Man könnte auch rein theoretisch mal hier gucken bei. Wo steht denn Item Discovery? Das ist doch irgendwo da. 64, genau in der Mitte, mit Ring. Ja, der macht, glaube ich, echt nur einen kleinen Unterschied. Zieh ich dich aus. Ja, 64 zu 44, naja. Das ist sind 10 bis 30%. Auf jeden Fall mehr, als ich auch dachte. So, kurz gewartet. Der hat uns voll vergessen. Ja. Der hat echt abgeschaltet, ey. Throwing Knife. Oh, einmal durchs Interieur gerollt. Ich meine, ich will ja nicht zu viel reininterpretieren, aber das ist so From Software Item Placement, dass sie da so ein Throwing Knife hinlegen, wo diese Typen die ganze Zeit große Throwing Knives werfen im Prinzip. Also Speere natürlich, aber. Ah. Es könnte. So ein kleiner From-Software-Hinweis sein. So, übrigens, das alles habe ich auch noch nie gesehen jetzt. Also, im Remake. Oh, Alter! Hast du den schon vergessen, oder was? Ich jetzt schon. Ja. Die Geräusche sind geil, ne? Okay, also, ja, doch, jetzt weiß ich wieder. Man rennt dem hinterher, ne? Ich bin hier gerade rein und dachte, hey, komm, Anfang des Levels, wir gucken uns episch die Wand an. Okay, beim nächsten Mal. Ich warte nicht. Der kommt ja ganz schön schnell. Einfach durch, ne? Mhm. Richtig coole nehmen ja noch ein Item mit. War eigentlich ein Scherz. Ja, war ein Scherz, ne? Ich glaube, das machen wir später. Der ist ja nachher nicht mehr da.
Geh mal vorsichtshalber hier in die Ecke. Ich glaube, das erste Item, wenn du von der Seite kommst, kannst du dir eins nehmen. Aber das ist so. Stimmt, da leuchtet schon. Meinst du, ich kann hier stehen bleiben? Zeig mal, wie der da angeflogen kann hier stehen bleiben. Cool, ja. Oder? Edmund Danger. Cool guys, don't look at explosion. Don't look at fire breathing. Screenshot. Ja, schon ziemlich cool. Was hast du eigentlich gerade eingesammelt? Das weiß ich nicht. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Sag mal nochmal ganz kurz das ein und dann gucken wir mal ins Inventar. Das war nämlich bestimmt ein mega krasses Schwert. Bei Bastards Schwert, Skimtar hatten wir, ja. Nee, es waren dreimal Mondgras. Ich glaube auch. So, ich weiß jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt einmal... Warte, ist hier nicht dieser... Der Named? Mit dem Rapier? Oder der kommt einen weiter, ne? Wer? Da ist so ein Named-Typ mit dem Rapier. Nee. Nee? Ich glaube, das verwechselst du mit Dark Souls. Das kann gut sein. Ja? Oh, shit! Da stehen Leute! Von hier kann man den Drachen killen mit Magic. Ja, wenn ihr den, gemacht. Wenn ihr den Royalty nimmt, ja, könnt ihr euch hier hinstellen. Und dann braucht ihr aber Gewürze. Ein paar. Kannst du den Drachen killen. Oder du wartest einfach, weil sich die Magie... Langsam auf. Langsam regeneriert. Ja, gut, das dauert aber ewig dann. Ja, sehr lange, das stimmt. Wir gehen erstmal unten. Willst du dich nicht heilen? Da kommen jetzt die Hunde. Ja. Gehen erstmal zurück zu Ostrava, ja? Oder ist es klug, erstmal zu clearen? Weil Ja, doch, das macht Sinn. Wollen wir es machen? Wir klären erstmal und gehen dann zur. Weil die Hunde können fies sein. Die können dich relativ schnell staggern. Meine ich. Ich habe nur noch so Bruchstücke im Kopf, aber. Ja, ich überlege auch gerade. Und dann müssen wir aber aufpassen, wenn wir das gemacht haben und sterben und den Level nicht abgeschlossen haben, müssen wir das immer wieder machen, weil Ostrava immer wieder startet, glaube ich. Und in die Gegner reinrennt. Wir müssen, wenn wir jetzt anfangen, Ostrava zu triggern, immer wieder Ostrava helfen, wenn wir diesen Level anfangen. Glaube ich. Ich finde das so geil, dass so ein Plus 1 macht sich schon deutlich bemerkbar. Ne? Also einfach ein Unterschied, ob du einmal schlägst oder zwei. Von hier kann man den, glaube ich, auch killen. Greg? Ui. Bleib ruhig. Übrigens sehr geil, ich habe mir so ein Vativedia-Video angeguckt und was auch sehr cool aussieht, ist, wenn du unbewaffnet einen Backstep machst, die Animation. Ist die neu? Ja. Es gibt für fast jede Waffe neue Backstep-Animationen und so. Da ging die ganze Entwicklungszeit rein. Heilen, heilen, heilen. Ei. Heil! Ja, ja, so ein Schwingschwert hier in den engen Gängen. Mhm. Schwierig. Aber wenn man es weiß. Ah, es fehlt ein kleiner Dutz für ein Heavy, dass der sofort down ist. Aber wir haben es geschafft. Hunde down. Will ich jetzt schon Ostrava holen? Nee, ne, wir gehen erstmal. Da ist noch ein Shop-Typ, glaube ich, kommt da. Gras. Ich muss mich dran gewöhnen, dass die Items da oben rechts angezeigt werden. Ja, das. Jetzt, wo du es sahst, das war früher woanders. Unten, ne? Der zentral, glaube ich. Direkt. Stimmt, ja. Von der Fresse. Ach, hier ist ein Shopman. Grinse-Guy. Ah, we meet again. Fancy that. Hope you find something that suits you. Ja, nicht viel Kohle. Wie viel haben wir? 2358. Was hat er denn? Ja, der hat auf jeden Fall eine geile Rüstung. Blade? Ja, aber Rüstung finden wir doch, oder? So. Droppen. Ja, das ist schon ordentlich. Macht's schon leichter. Aber es ist eh. Kannst eh nur zwei Teile davon kaufen. Aber
Ich wäre fast dafür, 10 grüne Dinger zu kaufen. Was sagst du? Was hat er noch? Longsword? Was noch? Longsword, Short Spear. Der ist neu. Also, hier ist auch so ein Ausrufezeichen dran. Den haben wir noch nie gesehen. Ein paar Schilde. Physical Damage 80, 90, 70. Gibt noch keine 100er Schilde für uns. Da müssen wir halt auch dran denken, ne? Dass das keine 100er Schilde sind. Ja, sonst die Rüstung und Claymore kostet 6000. Claymore ist geil. Ja. Mit dem Claymore kann man das locker durchspielen. Also kannst mit jedem spielen, aber mit dem Claymore brauchst du eigentlich keine andere Waffe mehr. Claymore ist, glaube ich, gut. Also gut, ja. Wir reden nochmal kurz mit ihm. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. Lol. The big wizard thingy. The king led it back to us, along with those. Viele Zuschauer fragen sich auch, ob das live ist. Es kann man auch oft daran erkennen, dass da oben. Which is great for business, of course. But unless you're a scavenger like me, you'd better stay clear. Hier. Da steht's doch. Das ist aber sehr klein, Eddie. Da kann ich die Zuschauer verstehen, dass sie das fragen. Okay, weiter geht's. Ja, nice. Guck mal, wir sind schon am Ende von diesem Gang. Vom Spiel? Nicht ganz. Fast. Jetzt können wir wirklich zu Astra. Ich dachte, ich muss jetzt hier eine halbe Stunde durch diesen Gang trotten. Dabei ist das ja easy McSchmeasy. Ostrava. Oh. Ostrava. Lololo. Efi, perse sa pesu. Efi, che, versare da su. Sag mir, wenn ich was verpasse, ne? Da kommen nochmal Hunde, glaube ich, irgendwo. Alles schon alle. Zack, Alter, die Geräusche sind geil. Aber im Ernst, ich schlag so schön von oben rein. Kann der nicht in zwei Teile genau in der Mitte? Ja, das wäre der Next Step. Das habe ich denen noch schon vor Jahren gesagt, dass das. Das wäre der Next Step, dass die einfach noch akkurat an der Stelle, wo das Schwert eintrifft, dann auch gespalten genau werden. Und dann nicht eine vorgefertigte Animation, sondern simuliert, sodass das jedes Mal anders abblättert. That's the future. Kennst du noch Soldiers of Fortune? Jo. Das war doch der Unique Selling Point da. Ist es, glaube ich, indiziert, oder? Ist das indiziert? Ja, das ist noch indiziert. Aber du darfst ja drüber reden, wenn du das nicht bewirbst. Ja. Und das hatte damals der Blut, das war der größte Blue Patch, den es je gab. Da konnte man dann einzelne Körperteile abschießen. So ein bisschen wie bei Fallout eigentlich, nur nicht mit Anhalten. Wie viele sind hier denn? Was? Gash Resistance Ring. Gash Resistance, glaube ich. Gegen Blutung, aber. Gash? Hieß das früher auch so? Ja. Da ist Ostro. Nicht hauen aus Versehen. Dann hätten wir aber seine Rüstung, ne? Oder? Der hat schon eine geile Rüstung. Blue Knight. Blue Eye Knight Kürbis. Nimm das, zieh das sofort an. Mal 32 gibt es. Bam. Nice. Oh, die sind ja nice. Die ist ganz gut, ne? So eine schöne Rüstung direkt am Anfang. War das schon immer da? Hm? Ja, wir sind ja auch schon weit, ne? Naja. Steht jetzt sag mal kurz. Bleeding, ganz genau. Resistance to Bleeding, ja. Der ist aber auch hübsch, ne? Mit so einem Siegel oben drauf, das so leicht angebrochen. Oh. Was passiert? Übrigens, haben wir noch gar nicht gezeigt. Wusstest du, dass es einen Camera Mode gibt? Nee. Habe ich auch nur bei. Ich weiß nicht, muss mal gucken. Irgendwo gibt es einen Camera Mode. Und das Krasse ist daran, dass du damit das Spiel pausieren kannst. Du kannst das Spiel pausieren mit dem Camera Mode? Ja. Okay. Aber der muss richtig geil sein. Damit kann man halt zum Beispiel auch geile Screenshots für Thumbnails machen. Aha. Wenn Anton das hier sieht. Also, ich weiß nicht, wie es geht. Muss mal gucken. Irgendeine Taste. Und da kannst du so richtig geil. Die haben die sich richtig. Gibt, ist ja jetzt irgendwie so das neue Ding, dass alle Spiele so Camera Modes haben. Nee. Nee. Okay, ich hab's probiert. Thank you. That's twice now. Touchpad, sagen die Leute. Time to forge ahead.
This is a token of my gratitude. Please accept it. Dark Moongrass. Dark Camera Mode. Photo Mode, ja. Okay. Du kannst halt da jetzt noch 1 Million Sachen einstellen. Das ist wirklich ganz nice. Ich mach mal einen. Das ist halt auch für Memes und so. Das hättest du mir mal gesagt, als wir vorm Drachen standen. So, wie mache ich jetzt halt. So, okay. So viel dazu. Da haben wir. Wir müssen uns einmal ducken. Dass wir jetzt. Jetzt kann Anton den Screenshot nehmen. Bitteschön. Aber was kann er. Guck mal, da kann man auch Sachen reinmalen. Guck mal hier rechts da. Nee, mal R1. Drück mal R1 da. Hier, noch weiter. Da. Depth of Field. Weiter. Weiter. Na, hier diese Palette da. Oder die Hintergründe. Was ist das? Brightness? Da, hier. Color Balance. Aha. Ja. Mach mal rot voll hoch. Was passiert dann? Das ist ein Rotstich. Was macht die Blume? Die was? Die da rechts daneben noch. Ja, was ist das? Voll. Hier, Strengths können wir von 1. Wollen wir Strengths hoch machen? Mach mal hoch. Alter, ich fühl's schon, das Pad ist viel leichter und so. Ja, kann man halt. Also, das sind alles irgendwelche Filter und Effekte, ne? Mhm. Für einen Blumen halt, ne? Gut. Aber auf jeden Fall krass, dass es einen Pausemodus gibt. Ja, das ist, interessant. Ich fand's irgendwie lustig. Das war so eine super Eigenart, dass man dieses Spiel nicht pausieren kann. Sekiro konnte man pausieren. Ja? Ich sag mal so, es gibt bestimmt Leute, so Puristen, die sagen, nee, es gehört dazu, dass du nicht pausieren kannst und immer irgendwie in Gefahr bist, sobald du in der Welt bist. Und das verstehe ich auch. Mhm. Aber jeder kennt es, dass er einfach mal kurz irgendwas ist. Das Glas ist umgekippt, das Kind klettert auf die Box. Oder es passiert sonst irgendwas und du willst einfach mal fucking Pause drücken. Okay. Hätte ich jetzt einen weiter gesollt, komme ich da hinten auch hoch? Ja, aber ist egal. Soll ich oben aber lang? Geh oben lang, die okay. Strecke. Haben wir noch keine Items oben, ne? Ist ja schon wieder. Kommt der Drache jetzt hier hin? Nee, ne? Du kannst dich da hinstellen, wahrscheinlich hier dieses Sign. Nee, zurück. Na, bleib da bei dem Boden. Genau. Und jetzt hinterher? Stamina! Das war gut. Items kann man einsammeln. Mach nicht ich. Alle, aber. Gras. Warrior Soul. Ist aber auch schnell unterwegs, ne? Der Dragon? Ja. Oh! Waren die eben auch schon da? Ja, die sind da. Hey! Du bist fast tot. Wer? Die 4? Ja, die 4 meinte ich. Okay. Benutze die ganze Zeit das teure Gras. Lass mich mal kurz das billige. Ach, das ist schon drin. Und dann nehme ich mal vorsichtshalber, nicht, dass du das aus Versehen isst, das gute weiße Gras. Dazu müsste ich überhaupt erstmal ins Pad kommen. Hier einmal hoch, ja? Mhm. Und man kommt nicht von unten. Hier, siehst du das? Du kannst von unten kommen. Doch, da rechts. Da. Ah ja, da. Du hast recht. Okay. Okay. Ich dachte, hier wäre der named, aber du hast recht. Das ist, glaube ich, Dark Souls. Heavy Arrow Compound Shompo. Guck mal. Auch das ist wieder FromSoft, ne? Die einem hier sagen, hier mit dem Bogen kannst du den Drachen platt machen. Guck mal da unten, hast du das schon mal gesehen? Nee. Das gibt's auch nicht, ne? Ich glaube nicht, diese Brücke da. Aber man erkennt erstmals ein bisschen mehr, dadurch, dass es so scharf ist. Da ist der Hafen. Das kennt man nicht, ne? Wir kommen ja von hier. Hier ist ja ein bisschen wie New London Ruins, weißt du, aus Dark Souls. Ja. Oh, wie geil das aussieht, Mann. Ja, hier könnten wir den schön, wenn wir genug Pfeile hätten, könnten wir den jetzt killen. Gibt, glaube ich, 10.000 oder 20.000 Seelen. Aber ein bisschen. Das müssten wir, wenn du das machen willst, aber auch machen, bevor wir den Boss killen, oder? Weil dann ist der Drache, glaube ich, weg.
Und dann könnten wir auch die Drachen-Items looten, aber ich glaube, wir brauchen 100 Pfeile mindestens oder noch mehr. Ja, ich weiß nicht mal, ob wir einen Bogen überhaupt benutzen können wegen. Das kommt auch noch dazu, ja. Achtung, zurück. Kommt ein Dragon? Ja. Echt? Das siehst du auch an dem verbrannten Pferd. Ah, okay. Dafür hat sie das Holz ganz gut gehalten. Ja. Wie schnell der ist. Viel zu schnell. Komm, lauf! Hast du gesehen, ich bin auf den Pferdekopf getreten und der hat sich bewegt. Nein! Nicht gut? Und tot. Ah, doch nicht. Eieiei. Und da ist ein Blue Guard hinten dran noch. Achtung. Okay, KI. Wo ist er? Er ist weg, er war eben noch da. Meinst du, er ist hinter diesem Heuwagen? Auf gar keinen Fall. Das hätten wir gesehen. Oh, zwei. Und der zweite. Der weg. Da habe ich Ruhe. Reposten. Wenn du, if you wanna live. Oder du lockst sie zum Drachen. Geht auch. Ich muss erst den. So, danke. Jetzt kann ich. Du bist Mr. Repost. Ich bin Captain Backstab. Das weißt du, ja, ne? Ja, dann mach Captain Backstab okay. Jetzt. Ja, okay. Stark, Dennis. Die wollen die Rüstung wieder. Hören mich mal. Wie der Mandalorian. Uiuiui. Ah! Ja, das ist die Rüstung. Die hat dir jetzt das Leben gerettet. Ja, die hat mir jetzt echt das Leben gerettet, die Rüstung. Ja. Zweihändig nehmen jetzt. Du schon wieder. Au! Ist übrigens ein sehr guter Farmspot, wenn man hier den Boss erlebt. Was? Der hat mich verarscht. Wusstest du, dass die sich heilen? Ja, das wusstest du auch. Du hast das doch wusste schon ich auch, aber ich hab's voll vergessen. Ich war gerade voll perplex. Ich dachte, was, der ist jetzt was mitten im Kampf? Oh shit, Dennis, das war echt schon sehr weit. Und da ist der, da liegen jetzt 3000 Seelen. Genau, und Ostrava. Nicht nur die Seelen und auch Ostrava. Was ist wichtiger? Ist beides mega krass. Oh, jetzt müssen wir alles nochmal machen. So viel ist es nicht. Und du hast noch gar nicht gespielt. Sei nicht jetzt schon genervt. Ich gucke gerne zu. Da erinnere ich dich dran, wenn ich mal wieder länger das Pad hab. Kommt natürlich auch drauf an, wie unterhaltsam du spielst. Ist das Kritik an meinem Spielstil? Nein, überhaupt nicht. Weiß ich, hab ich in meinem Leben noch nie kritisiert. Aber ich merke mir deine Tricks, die ich hier aufschnapp. Er will mich halt einfach nicht durchlassen. Ja, come on. Ah, da war ein Schad. Gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sharpstone Shard. Ein tschechischen Tontechniker. Tschechischer Tontechniker. Ich hab doch gerollt. Wann hast du das letzte Mal den Blob gesehen? Der Blob, den Film? Ja. Guck mal, er ist weg. Ja, der läuft ja jetzt, sag ich ja. Du musst ja jetzt deswegen ja schnell hin und den clearen. Ach, so meinst du das? Ja, What? Du musst jetzt jedes Mal am Anfang ratzfatz dahin und den Gang unten clearen. Der kämpft jetzt schon gegen die Hunde und stirbt gerade. Ja, aber das ist doch irgendwie, ne? Ist ganz geil, ne? Ich hätte es ja auch beim ersten Mal schaffen können. Also so gesehen ist meine Schuld. Ist hier Tower Knight der Boss schon? Ja. Was? Jetzt schon der Tower, das ist aber auch so geil. Kommt der denn nicht, der Scheißdrache? Ostrava! Halt durch! Runter, genau. Ostrava! Ostrava! Wo ist er? Wo ist er? Der kommt von da. Da ist er. Uah. Alter.
Guck mal hier. Geil, okay. Ne? Früher hat er ihm einen auf Indiana Jones das Herz rausgerissen, so, ne? Ist er so rein. Ne, echt? Das Herz rausgerissen? Nee, nicht, das war nicht, aber es sah so aus. Es war nur, er hat, also zumindest die Hand-Backstab-Animation war so ein Ding. In die Brust rein oder in den Rücken. Genau, du musst dich ein bisschen beeilen, weil nachher, wenn du gegen 5 Hunde und kämpfst und Ostravas in der Mitte, dann bist du nämlich die Threat, die Ostrava killt aus Versehen. Item. Was? Hat das ein Item liegen lassen, aber wahrscheinlich nur Gras. Wobei Gras ganz praktisch ist. Freue ich mich jedes Mal. Mhm. Schön. Siehst du, und dann, wenn das physikalisch korrekt berechnet ist und der auf dich zuspringt und du ihn in der Luft schleidest, fliegen beide Hälften rechts und links an dir vorbei. Alter, nicht schlecht. Oh, der Hund, der... Pass auf, kommt noch einer? Pelzmantel wird es. Kommt noch ein? Oh, heute nicht. Ja, sehr gut. Du hast das Trava gerettet. Jetzt hol die 3000. Oh, ich beneide Leute, die dieses Spiel zum allerersten Mal spielen können in dieser Grafik. Ja, so wie wir quasi. Hä, wo ist denn der Aufgang? Habe ich den verpasst? Der zweite? Ich habe keinen Plan. So, hier irgendwo. Das gibt's doch gar nicht. Hm? Ja, da ist noch was. Sehr gut. Oben sind Armbrusttypen. Vielleicht solltest du die auch gleich machen. Heilen. Und willst du einen Screenshot machen? Meintest du doch eben, dass du nochmal einen machen willst. Das wäre doch hier gut. Ah ja, wenn der Drache hinter im Hintergrund ist. Ja, eben so. Ah. Du musst noch ein bisschen dichter ran an die Mauern, das hast du hier, genau. So. Ja, du kannst jetzt noch die Kamera ein bisschen dichter an unser Face. Jawohl. Warte, wie kann ich hoch? Also. Oh, ich kann mir die Drachen als Flügel machen, die Drachenflügel so. Ja, weißt du? Mann, das wäre auch so Khaleesi mit. Das ist eine gute Idee. Warte. Ja. Oder wir zeigen einfach den ganzen Drachen. Ja, komm, das ist auch geil. Komm schon, Mann. Das sieht schon ganz witzig aus. Schon mal. Ach, guck mal, kannst doch Posen machen. Ah! What? Das ist ja mega, mega nice. Die war doch, das war schon die richtige Pose. Das war schon die beste, du gerade, ne? Ist auch geil, ja. Ist auch nice. Ja. Oh, ist das geil. Ja. Warte, Expression haben wir auch noch. Angry. Das sieht ja einfach schlimm aus. Ey, mach das weg. Münder sind in diesem Spiel nicht gut. Das ist schon nice. Okay. Willst du kurz hart ausblenden? Dann kann man das einmal shorten. Ich glaube, du musst. Was will ich machen? Hart ausblenden einmal? Ja, gleich, wir sind noch nicht fertig. Ach, du bist noch nicht fertig. Ja, wer weiß, was noch geht. So? Ja, aber ich dachte vorher den. Na gut. Guck mal, wer kann das noch hier? Tiefenunschärfe? Hammer. Was ist hier? Size. That's all, folks. Wenn man es, stell dir das mal vor, wenn jeder auf 100 run. Das sind ganz normalen Filter, die wir ja auch schon.
Ja. Da ist nichts Neues bei. Aber da sieht man auch mal den Unterschied zwischen Non und Klasse. Ja, da sieht man endlich mal was. Ja, das ist gut. Das ist minimal. Vivid, so haben wir angefangen, glaube ich, ja. Vivid, ne? So haben wir angefangen, das mochten viele Leute nicht. Und fand ich auch ein bisschen zu bunt. Jetzt waren wir bei Classic, glaube ich. Ja. Okay. Kann man im Grunde schon seit Dekaden beim Fernseher auch einstellen, welche Farbgebung man haben will, aber hier jetzt auch nochmal in der Konsole im Menü. So, okay. Und jetzt sage ich Hide. Okay, mir gefällt das Grinsen jetzt doch nicht mehr. Nee, das Grinsen ist echt strange. Mach einfach. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, lässig. Das hier finde ich gut. Einfach lässig. What up? What up? Als ob es nichts wäre. Okay, einmal so. Ja. Yeah. Screenshotet das, Leute. Und einmal Kopf direkt. Auch mit diesem Fotomodus, da kann man Stunden verbringen bei Dark Souls. Bist du ein Typ dafür? Ja, voll. Echt? Ja. Ich bei Ghost of Tsushima habe ich es übertrieben. Habe ich, glaube ich, mal 3 Stunden im Fotomodus gemacht. Okay, Leute, wir machen weiter. Es tut mir leid. Aber ist doch schön zu sehen, dass es das gibt. Also, wer nichts damit anfangen kann, kann es ja auch lassen. Und alle anderen freuen sich. Bis wohin kommt der denn? Da, wo es Feuer ist, ne? Schätzungsweise hier. Eddie, hol bitte erst die 3000. Das Item da vorne kriege ich. Hab ich's genommen? Nein, was? Hast du nicht genommen, du Horst! Oh. Warum hat er es denn nicht genommen? Weil, keine Ahnung! Oh nein, ich bin nach hinten gesprungen. Warte, jetzt hol ich's mir. Jetzt hol ich's, ja. Der hat noch jemanden getötet. Hol dir doch beide gleich. Go, 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 go! Und warte, bis es da ist und dann drück ihn dir umdrehen! Lauf ihn laufen! Hey, ist egal, ich kenne einen guten Farmspot. Ich kenne einen guten Farmspot. Gib her das Pad. Ach nein, komm schon, Mann. Du musst jetzt das Strava schnell holen. Ja, ich muss jetzt das Strava schnell holen, das stimmt. Fuck. Aber es geht. Halt doch mal die Schnauze an der Regie mit deinem dummen Geräusch, denn, Alter. Steck dir deine Geräusche sonst wohin. Oh shit, der Typ, den vergesse ich immer. Ja, und wir haben die Souls. Wie viel waren die wert? Ey, diese 3000. 3000 ist doch Pipifax. Ja, ich zeig dir gleich, gibt's einen Spawn hinter diesen 2 blauen Rittern. Da kannst du die beide backsteppen. Dann kannst du erstmal richtig schön farmen. Nur Noobs achten am Anfang auf Seelen. Wir brauchen keine Seelen. Was wir brauchen ist Bass. Bass. Wir brauchen Bass. Was geht denn, Alter? Ja. Okay. Wie weit ist denn das noch danach? Danach kommt, geht doch erst das Tor auf. Genau, man geht doch erst zu dem Tor. Da ist doch noch nicht der Boss, oder? Doch. Okay, die ist am Ende von dieser. So kurz ist der Level? Ja. Ja. Ich weiß. Drache, ne? Ah, ich warte lieber noch mal. Ich muss nicht gleich wieder ein Eddie machen hier. 1-3 können wir dann auch noch gar nicht rein. Übrigens. Da müssen wir erst 2-1 und irgendwas machen. Weiß ich nicht mehr was. Ich glaube, die Spinne sogar vorher noch. Ey, wir müssen irgendwie diesen Drachen töten. Diese ganzen Items, die da rumliegen, das macht mich fertig, ey. Ja, du hättest ja anstelle des einen Items zu versuchen, das auch zusammen einfach den fucking Dragon killen können. Super knapp. Und es war gut, dass ich es probiert habe. Na komm, komm, komm. Es hätte auch das Drachenschwert plus 1 da liegen können. Komm.
Die kann man auch, die hier, die drei kann man einsammeln. Dann machen wir dann zurück zum Start läuft. Soll ich nochmal zurück? Oh! Ey, du musst das Ostrava erstmal retten, ey. Ah ja, stimmt, hab ich ganz vergessen. Der ist jetzt wahrscheinlich schon tot. Dann brauchen wir auch nicht unbedingt. So. Ja, ich renn schnell zu Ostrava, ich hol die Hunde von hinten. Hä, geht doch da jetzt. Achso. Wollte es nur einsammeln. Okay, hier runter. Hier rum. Hier rum. Hä? Okay, von hier kamen wir noch nicht. Danke. Wo du schon mal hier bist, würde ich sagen, spalte ich dich. Oh shit. Die sind schon hier. Du hast nicht mehr so viel Energie. Deswegen laufe ich kurz um mich hier in dieser Ecke. Das ist die Heilungsecke. Ah! Wieso, seit wann sind die Hunde denn da unten? Wenigstens ist Ostrava nicht gestorben. Das wissen wir nicht, ehrlich gesagt. Die Hunde waren noch nicht gestorben. Ey, warte mal gerade jetzt. Lass uns jetzt mal hier nicht unter Druck setzen. Was haben wir denn hier? Wir haben 6 schwere Pfeile. 16 Wooden Bolts, 31 Bolts. Wir haben eine Armbrust? Ja, müsste wir eigentlich haben. Wir haben. Ist aber so oder so zu wenig. Du brauchst schon so an die 100. Du willst ja nicht zwischendurch abhauen. Du brauchst eigentlich sogar eh mehr. Hast du die Bolts ausgerüstet? Natürlich nicht. Viel zu wenig Schaden, ne? Jetzt nicht schnell wieder die Armbrust spannt, ne? Du am Arsch! Was hast du denn da, Eddie? Mann! Sehr gut, wir haben es hart gekriegt. Es läuft ja alles nicht nach Plan. Du hast die Schad liegen lassen. Was habe ich liegen lassen? Die Schad. Alter, du kriegst jetzt aufs Maul! Arschloch. Wenn du hinter denen bist, mach rechten Schlag. Also den Dollenschlag, dann sind die mit einem weg. Und der kommt auch von oben, dann haust du nicht ständig gegen den Pfeiler, Eddie. Drama! Drama! Ja. Drama, ich hol ihn! Drama! Achtung, Drache. Sehr gut. Nicht so weit. Bleib cool. Achso, der guckt auch nach dem Drachen, ne? Mit dem Kopf. Mal drauf achten. Naja. Alter, der hätte ich fast. Ernsthaft? Hat mich ein bisschen berührt. Gib ihm, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Easy da durch. Kein Problem. Im ersten Versuch hätten wir es fast geschafft. Hat nicht geklappt. Und jetzt sind wir ein bisschen zu übermütig. Sterben zu oft. Ja, die macht Ostrava alleine. Es geht hier hauptsächlich um die Hunde, glaube ich. Und vielleicht die 4 Armbrusttypen auf einmal da, oder? Ich sollte mal hier auf den Monitor gucken, das ist viel besser. Ja, ich komme auch mal unten eigentlich.
schön. Auch die Seelen, ne? Warum hast du nichts gesagt wegen den Seelen? Du bist auch bei den Hunden gestorben. Stimmt, ja. Ich habe die nicht gesehen, die Seelen. Ich habe mich noch überlegt, was schimmert da so blau am Boden? Mhm. Da, 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 da. Okay. Da stand sogar Retrieve Souls. Ja, aber wer liest denn schon, was da auf dem Bildschirm steht? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ja, Sharpstone, zwei Stück. Sharpstone, zwei Stück. Nee, Hardstone. Hard und Sharp. Beides hier. Droppen die. Ja, wir können schon wieder upgraden. Sharp. Ey, warte, 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 warte. Was? Wir haben keine Kohle. Ich kann nicht upgraden ohne Kohle. Wir haben Seelen. Ich habe uns ja eine sehr teure, renowned Seele geholt. Ich leg erst den erst wenn wir den Boss gelegt haben, machen wir Upgrade. Oh, warte mal, wir waren nie hier oben. Siehst du, wie dumm wir sind? Na gut, drei Hafenuhr. Viel wichtiger ist, wie kriegen wir 6.000, damit wir uns das Claymore holen. Ich will mit dem Claymore spielen. Du willst das Claymore? Mhm. Du willst immer das, was du nicht hast. Kann das sein? Ist dir das mal aufgefallen? Ich spiele immer mit dem Claymore. 100 Schwerter in diesem Spiel. Alle 50 Meter droppt ein Schwert. Hier auf der Brücke allein liegen drei Schwerter. Aber du willst das 6.000er Claymore von dem Penner unten im Gang, ne? Warum? Warum werde ich beschimpft? Du bist wie Fischers Fru. Sei mal mit dem zufrieden, was du hast. Nee, ist wichtig, Ziele zu haben im Leben, Dennis. Mein Ziel ist das Claymore. Man braucht auch eine Motivation. Du willst auch nicht mit dieser Krücke da die ganze Zeit rum. Nein, jetzt geh doch da runter, Mensch. Ich hätte auf jeden Fall ganz viele Anwendungsmöglichkeiten für 6.000 Seelen. Was denn? Am Anfang. Zwei Level hoch. Zum Beispiel wow. Level oder 60 grüne, wie heißen die, Blätter? Ja, aber kann man auch farmen. Ja. Aber das Ding ist, wenn du die farmst, gehen wir mit Minus raus. Nee. Komm. Das ist unfair. Aber es könnte natürlich sein. Ich sage auch nicht, dass ich sie farmen kann, aber man kann die. Ja, ich weiß. Das ist mal. Trotzdem. Man kann ja auch farmen und sagen, okay, No Heal Farm. Ja, schön. Sag mal. Den Slice gesehen. Genau an der Wand entlang. Halt's Maul. Mit die Leiche gar nicht an. Gut, dass du weggeschnitten hast. Ich will das nicht an. Da liegen wir. Nice try. Unsere Seelen liegen auch noch irgendwo. Okay. Ah! Rennt bis zum Flughafen und fliegt raus aus Proletaria. Ich hab die Schnauze voll. Diese Fucker. So viel zum Minusgeschäft mit dem Gras, Alter. Ja. Okay. Stehen sie alle. Diese Scheiße, das gibt's ja gar nicht. Alter! Slice it! Alter, die ziehen aber auch ab, die Fucker. Puh, wir sind... Mal steht da noch einer? Das ist jetzt meiner. Ostrava?
Hatten wir Ostrava schon geholt? Ja, der ist halt in die andere Richtung weitergegangen, schätze ich mal. An den Hunden vorbei hier? Ja, die haben ja dich gejagt. Ich glaube, Ostrava schafft es. Es geht, glaube ich, nur um die Hunde. Selbst wenn der noch hinten wäre. Nee, kein, okay. Wo ist er denn? Er ist wohl doch noch am Anfang. Aber ich gehe jetzt hoch, okay? Ostrava schafft die Armbrusttypen. Ich habe die schlimmen Leute erledigt. Was ist? Hol noch die Seelen zurück von uns. Hab ich schon. Ja, das waren. Du hattest 290 Seelen oder so. Ach, der geht, glaube ich, hoch auf die Aussichtsplattform da oben, wo man den Drachen killen kann. Da müsste man ihn dann sehen. Apropos Aussichtsplattform, da sind Typen oben drauf. Was ist denn los mit uns, ey? Ich weiß auch nicht. Ich mach das jetzt anders. Wir müssen eigentlich. Wir sind underleveled einfach, so sieht's aus. Nee, wir sind einfach irgendwie. Schlecht? Wie sagt man, überheblich, selbstüberschätzend. Ich weigere mich, das zu akzeptieren, was du da sagst. Plump, danke, Chat. Alt, danke. Kacke. Okay, danke. Aber was sagt das über euch aus, wenn ihr uns zuguckt? Unkonzentriert, lässig, Linkshänder. Auch das stimmt. Hey, der ist aber auch träge, unser Typ, habe ich das Gefühl. Haben wir jetzt Fat Roll vielleicht, jetzt wo wir die schicke Rüstung anhaben? Ja, das nicht, aber es dauert schon. Das Schwert ist einfach extrem langsam. Wenn du dir das mal anguckst, so ein einhändiger Schlag, wie er da ausholt. Und verbraucht auch ganz schön viel. Lol. Alter, der war ja noch schlechter als wir. Guck mal, der haut mit zwei Händen halt doppelt so schnell zu, ne? Ja, wir sollten mit zwei nicht arbeiten. Rackling Shield, Mann. So, was machen wir? Kommen wir am schnellsten dazu Ostrava Startplattform. Das ist hier. Noch zwei Heartstones, geil. Ich glaub. Naja, du findest es schon. So, und dann. Noch höher. Jawohl. Die Feuerball. Schön, komm rein. Jawohl. Das ist wirklich ganz schön schwer. Wie heißt das Schwert nochmal, was wir haben? Bastardschwert. Ja, okay, die hab ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Du hast zweihändig und kannst nicht blocken, so richtig. Geht's zu Ostrava. Ich hab schon wieder vergessen, wie sehr ich Souls liebe. Oh Mann, ey. Fick Ostrava. Nach dem Boss. Holst nicht die Seelen wieder, oder was? Nö. Du sagst das so, als hättest du gerade die Seelen wiedergeholt. Was soll denn das? Und ich hatte welche. Alter, geht's noch? Ich farm Hearthstones und Sharpstones.
hier nebenbei. Ja, wir können bestimmt schon auf plus 2 oder plus 3. Das können wir, ja. Aber weiß gar nicht mehr, eigentlich ist Verschwendung, dass wir dieses Buster-Sword auszugeben, was wir eh sofort wechseln, sobald wir das Claymore haben. Wir brauchen einfach nur 6000 Seelen farmen. Und dann wird's nämlich geil. Gute ist, so wertvoll sind die, was haben wir benutzt? Sharp oder hart? Das sind ja die unwichtigsten Stones eigentlich. Ja, die kriegst du, später kriegst du die hinterhergeworfen, aber am Anfang macht das schon einen Unterschied. Boah, kannst du auch farmen. Kannst du auch! Mann. Komm, Ostrava. Alter, der hat mich hinten erwischt, hast du gesehen? Ärgerlich. Hey, Ostrava Boy, fast hättest du mich erwischt. Okay, ich mach die Hunde ganz souverän. Mhm, cool. Ja? Einfach, ich lass gar nichts anbrennen. Ja, Mann. Ja? Du musst einfach nur timen. Zweihändig nehmen, dann sind sie mit einem Schlag weg. Halt mal locker. Du sagst zweihändig? Ja. Weißt du noch, als ich es einmal super souverän gemacht habe, da habe ich es zweihändig gemacht. Aber weißt du auch noch, als ich einmal klicklich versagt habe, da habe ich es auch zweihändig gemacht. Also die Entscheidung überlasse ich dir. Das ist eh schon. Der Schlag ist halt auch viel schneller, siehst du? Das macht halt. Komm schon, Schlag! Schlag! Nein! Die lassen mich nicht! Ihr kennt diese Hunde, das sind Fucker! Sogenannte Fuckhunde! Aus Fuckretanien! Aber fuck! Wolltest du mir gerade Tipps geben? Ja, Mann, du hast ihn geschubst, das war so. Ja, weil das wollte ich auch nicht! Also, mein Tipp wäre es nicht zu machen. Auf Ostrava zu scheißen? Ey, was passiert eigentlich? Was kriegen wir eigentlich für Ostrava? Weiß ich nicht, aber. Aber wir sind ja die Pros. Naja. Du, der hat den zuerst, das ist eigentlich das, das muss ich auch machen. Den danach erst. Jawohl. Du kleines rattengesichtiges Pimmelmonster, du! Schön, schön. Speedrun. Speedrini. Das Ding ist, dass wir wirklich nur plus 1 auf die Waffe bringen müssten, dann würden die nicht immer ein Fitzel noch haben nach einem Schlag, sondern sofort umfallen. Aber mich würde das schon mal interessieren, wenn das einer im Chat weiß, was Ostrava am Ende bringt. Wahrscheinlich wäre es das Klügste, wenn wir ihn einfach platt machen. Ostrava. Kriegen wir sein Shit viel früher? Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das stimmt. Ist das wirklich so? Dass man das krasse Ostrava-Schild kriegt, wenn man ihn hier killt? Ich gehe davon aus, dass wir seine Rüstung kriegen, wenn wir ihn killen. So ist es doch eigentlich in Souls, oder? Wenn du die NPCs killst, kriegst du irgendein Shit von denen. Irgendein Schwert oder so? Ja, vielleicht nicht. Den Schlüssel für den Old King. Alter, das ist mega wichtig. Okay, das ist in der Tat. Wenn das stimmt. Kann das jemand bestätigen? Der Chat radert so schnell hoch, dass ich leider das nicht gesehen habe, wer das geschrieben hat. Das ist wirklich. Wakes hat auch Schlüssel. Oh Mann, diese Tricks. Fickt euch doch in eure scheiß Kackhunde fressen! Miss Hinami. Wie stellt ihr denn überhaupt die Energie weg hier? Ja. Gib mir das Pad. Mach die gleich platt. Vor die. So, ich bin raus hier. Ich fahr weg jetzt. Tschüss. So krass. Krasse Tricks, du drauf hast. Ja, hau mal. Ich hab was vergessen. Warte.
Ah, ich bleib doch hier, Dennis. Ah. Alter, ich lass mich hier schon anstecken. Kann ja nicht euer Ernst sein. Du siehst doch, dass es unser Ernst ist. Eddie ist schlecht. Ja, warum sagst du immer, Eddie ist schlecht? Warum sagst du nicht, Dennis ist schlecht? Der kackt genauso schlecht ab wie ich, aber ihr schreibt immer nur, Eddie ist schlecht. Vielleicht, weil ich mich triggern lasse. Meinst du das? Vielleicht ist das der Grund. Ja, Keine grünen Gräser mehr, ist auch nicht so gut. So. Komm! Drago! Oh, da ist er. Achtung! Run! Wir müssen nur Ostrava retten, Endboss killen. Das Ding ist, der Tower Knight ist ja mal ein richtig fetter Gegner. Ich glaube nicht, dass wir den so easy schmiesy machen. Der ist easy peasy lemon squeezy. Alter. Echt? Ja. Der ist leichter als die scheiß vier Hunde. Aber ich bin ja auch der Meinung, wir sollten noch ein bisschen aufpowern. Du willst das ja hier, das Unmögliche machen. Ja, aber wir haben ja beide die Wahl, unsere Träume zu verwirklichen, da wir beide ans Pad dürfen. Nee, du, nee, weil nee, dein nee, Traum nee, war eben, du zu Ostrava zu rennen, um das Item aufzuholen. Du hättest auch aufleveln können. Ja, aber wir sind ja hier ein Team. Und das macht ja, sonst machen wir hier sowas wie J.J. Abrams und Rian Johnson. Jeder macht hier seinen Film und am Ende kommt eine scheiß Trilogie raus. So kann das nicht angehen. Wir müssen hier schon mit einer Zunge sprechen. Das hängt alles von diesem ersten Treffer ab, vom ersten Timing hier. Wie die, weißt du, die, ich kann, komm gar nicht, dann siehst du das. Siehst du ja, das? Ist schon gelaufen dann. Jetzt verschwendest du wieder. Lass lieber killen, anstatt jetzt sechsmal. Alter, Gras. Was gibst du mir für Tipps? Ja, dann lass du jetzt wieder sechs Gras. Ich kann mich benutzen. Jetzt killen lassen. Bist du noch ganz dicht? Ja, wo ist denn der Vorteil, wenn du jetzt sechs Gras benutzt und nicht dann killen Keine lässt? Ahnung, ich gehe mit Ostrava einfach hier lang und finde raus, dass das hier lang geht? Dass wir die Hunde gar nicht töten müssen. Ja! Die scheiß Hunde. Ah! Fuck you. Ich hatte keine AP mehr, Alter. Das wäre mal ein Tipp gewesen, nicht? Lass dich killen, heil dich. Lass dich killen. Ja, weil du sonst wieder die ganzen Gräser verbrauchst. Du triggerst mich gleich, Alter. Fuck you, ich mache jetzt das, was du sagst. Ich spiele mein eigenes Spiel. Ich dachte, wir sprechen. Wie nanntest du das? Mit einer... Ja, dann sprich doch mal mit meiner Zunge, anstatt dass ich mal mit deiner Zunge spreche. Deine Zunge läuft in die falsche Richtung. Meine Zunge holt geile Items, damit wir noch stärker sind. Ja, hast du gesehen? Das, Hammer, ist, meine, Alter, das Hammer. Ist meine Zunge. Hammer, die Typen sind nicht ohne da am Anfang. Das ist nicht der Weg zu Ostrava, glaube ich. Das ist der Weg zu Ostrava. Nimm den Standard. Da ist doch die Shortcut offen und die führt dich direkt hoch auf die... Das ist doch der Shortcut. Und, nein, du läufst rückwärts zum Shortcut. Das ist der Shortcut, wenn du fertig bist und nur noch den Boss regelst. Nein, das ist der Shortcut zum Dragon hier. Und hinterm Dragon ist er doch. Jetzt sei doch mal ruhig, Alter. Du hast gesagt, ich habe die Chance, wenn ich spiele, so zu machen, wie ich will. Ich bin ja auch ruhig. Ich wollte nur sagen, ist der andere Weg besser. Ich wollte ja nur sagen. Genau. Das hat nicht geklappt. Hab unten hast du gesehen. Mhm. Was wär's? Alter. Das ist ein fucking Billo-Gegner. Mach das mal bei den Harten. Dreimal reinstechen. Wer sind denn die Harten? Die so mit blauen und roten Augen. Wie hier? Nee, ich meinte den Charakter generell, dass er ein bisschen übertreibt bei dem kleinen Typen. Alter, es ist hier aber auch mit der Kameraperspektive, wie ihr offensichtlich gerade seht, nicht so super geil. Oder? Hab ich noch was vergessen? Wie sind die runtergefallen? Kann das sein? Das sah so aus, als wäre der runtergefallen gerade. Da ist er jetzt. Hat er überlebt. Ja, hat er überlebt, aber ist verwirrt. Sehr verwirrt.
Zum Glück diesen Eierbecher auf dem Kopf. Was für ein Wurf. Schönes Timing. Da hast du es vergessen, ne? Ach nee, wir haben das ja alles schon. Wir sind ja hier jetzt gerade, stimmt. So, hier ist die Brücke, ne? Ja, hier haben wir ja auch noch nicht alle Items eingesammelt. Kommt der jetzt hier nochmal, wenn wir schon den im zweiten Teil getriggert haben? Ich weiß es nicht. War der zu wenig am Anfang? Oh oh. Gut, gut, gut. Was? Ah, hier ist geil. Schön die Beine, genau. Komm. Took an arrow to the knee. Zwei gleich. Double. Okay, es war vielleicht doch der schlechtere Shortcut. Ja, ihr kackt mich richtig an, ey. Gut. Aber der kommt jetzt nicht mehr, oder wie? Wie war denn das nochmal, Mann? Doch, jetzt höre ich ihn doch. Oder? Nee. Item lag da noch? Weg. Oh shit. Seine Axt hätte ich gern, sowas. Mit einem Bastardschwert. Bastard-Axt holen wir uns. Ja, mit Axt haben wir auch noch nie gekämpft. Das wäre gar nicht doof. Leider sind die Äxte immer nicht so mega geil gewesen im Spiel. Nee. Was Damage angeht, aber. Ja, können wir auch gerne mal machen. Och, shit. Ey. Kann ich auch machen. Chat meint, das Claymore hatten wir letztes Mal. Ja, was geil ist. Jetzt hängt er hier ab. Ich überhaupt nicht, oder? Nee. Was hast du denn vor? Sehr gut. Vier. Vier. Hey, was machst du? Das ich kill den jetzt! Wie denn? Siehst du, ich mach Damage. Wie mit 8 Pfeilen oder was? Ich hab noch mehr Pfeile. Ja, vielleicht noch 3. Das schaffst du nie. Verschwende die doch nicht. Das wird nichts. Du brauchst 100, 200. Und nicht 7 und noch einen kleinen Stack. Alter, gut, 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 jetzt wissen wir, dass er den kann.
der wohl gestorben? Oh. Was passiert, wenn man hier unten lang geht? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich. Alter, mein Pad vibriert so krass. Was steht da? Aha. Archstones Shard und Fulmung. Was ist nochmal Archstones Shard? Ist das noch? Sieht aus wie ein Molotow, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Naja, vielleicht sind es auch einfach nur normale Shards. Für Feuerverzauberung oder so. Naja, das kann sein. Krieg ich da noch eins? Den ersten? Das erste Item? Geht das? Du kannst es gerne probieren oder du wartest einfach und holst alle, wenn die weg sind. Weg, 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 weg! Ja! Haha, 5 Fulmungas, hat uns gar nichts gebracht. 5 Fulmungas, nein. Es geht hier aber auch, ey. Geil. Es geht ja auch ums Prinzip, dass ich ihm was weggenommen habe. Darum geht's. Ja. Das ist auf jeden Fall ein moralischer Sieg für uns, Drache. Na gut. Oh, meine Moral ist unverändert. Ja, meine ist gestiegen. Okay. So. Völliger Quatsch, dieser Weg hier. Vor allem, das ist ganz gut, hier von hier zu kommen. Ja. Shit. Aber die Kugel rollt doch gar nicht von alleine. Das musst doch, du ja. Doch, die schießen mit dem Bogen. Aber ja gut, wenn ich von hier komme, dann schießen sie nicht mit dem Bogen rein. Schleich dich an. Die merken nicht, wenn du langsam gehst, oder? Naja, spätestens wenn ich einen mit 37 schläge. Ja, aber die sind so langsam im Kopf, dann läufst du weiter und... Du willst nur das Pad? Nee, ich... will nur nicht, dass du jetzt umgehst. Es ist der völlig falsche Weg und es ist völlig alles Schwachsinn. Wir gehen jetzt. Wir sprechen deine Zunge. So. Wir gehen jetzt hier wieder weg. Ist der Homeboard Bone? Nee. Echt nicht? Gab's gar nicht, ne? Gab's noch gar nicht, oder? Nee, aber gab's nicht ein Äquivalent, irgendwas anderes? Ja, es gibt nur dieses Sign, wo du auch die Seelen verlierst, was es immer gibt. Aber ein Äquivalent direkt? Das wäre ja kein Open World, von daher wäre es vielleicht gar nicht nötig. Ich weiß auch gar nicht, was ich besser finde. Uiuiui. Findest du jetzt das, die Open World von Dark Souls besser oder hier diese Stones, die du selber anwählen kannst? Dark Souls besser. Open World? Dass das zusammenhängend ist, ja. Ja, ne? Am Anfang finde ich auch Open World cooler, aber wenn du es schon ein, zwei Mal durchgespielt hast, ist cooler, wenn du nicht teleportieren kannst. So, wolltest du nicht aus Trava eigentlich? Ah, nee. Ich will jetzt mal ganz kurz einmal die Gepäcklage checken. Okay, die Gepäcklage. Die Gepäcklage. So. Jetzt können wir einmal kurz gucken, was er hier sagt. It's simple. In trade your souls. Was haben wir denn dazu? Boah, 426. Ja, wir sind oft gestorben. Die Rüstung kostet. Das ist aber nichts. Das ist. Was weiß ich, 2% hat die Rüstung verloren. Ja, wenn wir Seelen poppen, könnten wir auf plus 2 kommen. Brauchst, guck mal, 6 Stück brauchst du schon. Dann brauchst du für den zweiten Level 8, also 14. Hm. Wie viel haben wir? 10 und 6. Oh, war schon ganz gut geformt, ne? Fast Bock drauf, was sagst du? Ja, die sind nichts wert am Anfang. Deswegen hätte ich da nichts gegen.
Einmal auf plus 2, noch gar nicht schlecht. Unknown Warrior Souls, Unknown Hero Souls und sogar eine Renowned. Reicht das schon? Sehr Schnäppchen. Just in trade with your souls. Plus 2, Alter, ich fühle die Kraft. Vier fehlen. Wir haben schon plus 3. You come back alive. Das ist ja jetzt so ein Moment, wo manche Leute farmen gehen. That ornament, then she didn't make me ask if would you mind giving me that? You're a saint. Thank you. I mustn't forget. It's not much. I found it, the scabbard. It seems to possess a strange power. Anyway, I feel that you should have it. Aha. Warte mal, das Jade Ornament. Das haben wir ihm gegeben. Hast du ihm das gegeben? Ja. War das ein Fehler? Nee, es sah nur so aus, hättest du No gedrückt. Das hat mich gerade verwirrt. Aber raises Item Carry Capacity. Ja, gut. War echt mal so geil, aber ich wollte ihm eigentlich Sachen abliefern. Hier, unser Item Burden. Wenn ich wüsste, was das Jade Ornament jetzt bringt, ihm das zu geben. Nur den Ring? Ja. Da kann man das Ornament noch woanders. Rüstest du dich für den Drachen aus? Nee. Mach einfach nur Platz. Ach, das nimmt ja Platz weg, ne? Ja. Rest assured. Your goods are safe and sound with me. So, jetzt mal gerade gucken. Ist das Schild nicht besser? Wir hatten ein 90er Schild. Ja, das hier. Das würde ich nehmen, ja. Ist das nicht sogar ganz gut zum Reposten? Wait. Where are you? Hä? What was that about, running off like that? Hä? Best of luck to you. So. Jetzt könnten wir eigentlich weitermachen. Und willst du Drachen machen? Das ist immer noch nicht genug Pfeile, ne? Bolts. Achso, shit, falscher Stein. Ja, das ist halt die. Sie droppen hier die grünen Gräser, ne? Die könnte man. Alter, ich wäre fast tot, Alter. So viel zum Verschwenden von Gras. Einfach nur durch den falschen Arsch. Haben wir überhaupt noch Gras jetzt? Ich glaube, wir haben gar nichts mehr. Ich touch den nochmal, dann bin ich voll. Ja? Ist man nicht voll aufgeladen, wenn man ins Nexus geht? Bei Dark Souls, ja. Bei Demons. Ach so, jetzt zurückgehen, dann bestimmt, oder? Ah. Nee, auch nicht. Oh, also. Ach so, weil wir tot sind, ne? Okay. Schon wieder falsch gewählt. Sag mal, was ist denn los? Ja, du bleibst dir treu. Und dann haben wir zum Glück ist ja jetzt eine SSD drin. Da kann man ratzfatz. Ach, guck mal hier, Archstone. Das ist das Äquivalent zum Homeward Bone. Echt? Wieso ist das alles aus meinem Gehirn? Also, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, wenn ich das sehe. Bei den anderen Sachen normalerweise schon. So, was machen wir jetzt? Ja, was sagt deine Zunge? Ostraber? 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 Er kriegt mich immer. Ich hasse sie so sehr.
Das war so ein kleiner Pimmel. Nix. Go, go! Müssen wir Ostrava jetzt wieder befreien? Ja, du musst unten freimachen. Untenrum freimachen, aber. Aber das heißt, die Hunde hat der eigentlich gar nicht getroffen, oder? Geht der immer da hoch? Ja. Also, mehrere Möglichkeiten. Entweder ich habe einfach Scheiße erzählt, dass man Ostrava nicht befreien muss. Aber wenn das nicht so ist, dann könnte es sein, entweder haben sie es verändert, das glaube ich aber auch nicht. Weil der Weg hier ist für ihn ja fast gar nicht gefährlich für den Ostrava Boy. Ist der hier hochgegangen oder die nächste? Die letzte. Nicht die erste. Direkt vor den Hunden ist er hochgegangen. Irgendwie. Also das sind die guten Gräser, die du da gerade mamst, ne? Mhm. Ich hoffe, die schmecken. Wenn du zwei nicht nimmst, sind die mit einem Schlag weg. Das ist upgegradet. Schön. Oh, oh. Ihr wisst beide nicht, wo ihr seid. Warum dreht er sich denn nicht zu ihm? Das war gut. Siehst du, der ist schon hochgegangen, meine ich, der Ostrava. Kann es sein, dass der nämlich doch durch den ersten Gang hier hochgeht? Vielleicht geht er beide. Geht er wieder runter? Patrouilliert der? Ich weiß es nicht. Too long her. Da ist er nämlich, siehst du? Lass dich nicht killen wie ich gerade von dem Typen da oben. Ich nicht. Mach Ostrava nicht. Er lässt mich nicht durch. Aber er ist auch ein bisschen dumm, der Ostrava, ne? Kein Wunder, dass man auf den aufpassen muss. Alter, sind die gut versteckt. Hast du es? Ich glaube, der geht nämlich in den zweiten Tower auch noch. Kann das sein, dass man eben deshalb doch die Hunde killen muss? Sonst wäre es ja easy, weil bis hierhin schafft das ja eigentlich auch ohne einen, oder? Ja. This is bad. How did this happen? Das ist wie, wenn vor der Rolltreppe die Leute stehen bleiben. Okay, das ist seine Route. Oder wie, oder was? Ja. Ey, kriegen wir, na, das wäre ja noch dümmer dann, aber egal, kriegen wir 6000 Seelen zusammen? Wenn wir alle Seelen poppen, ey, ne? Sehr gut. Und hoch. Und ich glaube. Ah, du machst das. Zack. Da oben sind vielleicht Armbrustschützen, die könnte man vorher killen. Aber
für unsere Mission sind die eigentlich egal. Aber die da sind nicht egal. Die da. Na, jetzt kannst du auch laufen, oder? Go, go, go! Ja, die haben Homing. Oh, weißt du doch. Go, go! Sicky Sechsel, genau, hier kurz ausruhen. Das, jawohl! Und gib ihn Strikey! Oh oh. Nicht so weit zurück. Warum drehst du dich denn jetzt um die Kamera, Alter? So. We meet again. Gut, gut. Lude die Herrschaften, bitte. Zwei Half-Moon-Grasses, nein. Full-Moon. Schick. Ach, da oben die Typen, ja. Late-Moon. Crescent-Moon. Ganze Moon-Collection hier. Sailor-Moon. Ah. Hier ist auch übrigens ein Lizard. Schnell! Hol ihn! Von oben! Lass ihn nicht entkommen! Stück zurück! Sehr gut! Large Subs. Zeig mal den Liz. Zeig ihn mir. Hast du nicht gehört? Viel mehr Stein, Soul. Soul. And Noble Lotus. Sonst ist hier nichts. Aber ich glaube, da ist doch noch eine Tür da, oder? Eine verschlossene. Ja, die ist, glaube ich, in der anderen World Tendency. Oder nee, du brauchst einen Schlüssel dafür oder so. Ja, ich glaube, du hast recht, World Tendency, oder? Kommst du in diese Kerker rein, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was man da machen muss. Nicht mehr. Zeig sie mir. Ja, da ist sie. Das ist, glaube ich, Tendency. Ja, nun. Ja, was nun? Willst du einfach rein oder willst du vorher dich einmal sammeln? Weil du machst den jetzt beim ersten Mal, ne? Klar, dafür bin ich bekannt. Ja, sonst hast du 1700 Seelen. Gucken wir uns erstmal die Zwischensequenz an. Kannst auch zurückgehen, dir Pfeile kaufen und den Drachen machen mit 1700 Seelen. Aber Eddie macht den! Er ist ja easy peasy, oder wie sagtest du? Ich finde ihn ganz schön hart. Vor allem ist er ganz schön groß. Was ist mit der Musik los? Kam nicht mega geile Musik bei dem sonst? Ja, die haben doch die Musik komplett geändert bei den Bossen. Wieso haben sie die denn nicht geil gelassen? Wie dumm? Ich kann mich gerade nicht auf die Musik konzentrieren, Dennis! Was? Wo denn?
Shanda? Grass. Oh, das ist das Gute. Das waren alle, ne? Ne, drüben stand noch einer. Wichskacke. Wie drüben? Die hab ich doch gerade gemacht. Ja, bis auf den letzten, aber in dem ist er einfach vorbeigerannt. Wie weiß ich denn? Oder steht er nicht im letzten? Warum, steht das sagst doch. Du mir jetzt? Wieso? Ich dachte, du hast einen Plan, weil du bist, der war wirklich so vor dir, dass man den eigentlich nicht hätte übersehen können. Ich dachte, du machst das. Ich habe sogar zwei übersehen. Ja, guck mal. Alter, du bist wie so ein Rallye-Driver, der dann sich weigert, die nächste Kurve anzusagen. Ey, ganz ehrlich, ich dachte, du hast einen Plan. Ich dachte, du weißt irgendwas geradeaus und sagst, okay, den mach ich gleich. Nein, Mann. Der stand nämlich direkt. Wie lange kennst du mich? Seit wann habe ich einen Plan? Ja, auf der anderen Seite habe ich den letzten Typen auch nicht gesehen. Also, ich bin okay, auch das ist schon eher. Oh, so, jetzt haben wir alle. Ja, loote Reno nach den. So. So, schneid ihm seine Achillesfersen ins kleine Streifen. Aber mal ganz kurz an Chat. Leute, was ist denn mit der Musik? Was ist denn die geile Musik? Das ist doch nicht geil. Ich hör fast gar nichts. Oh, das Shit! Alter. Alter, an diese Bodenwelle erinnere ich mich gar nicht. Alter. Ungleich. Ist auch ein richtig beschissener Ort gerade durch gegen den Kämpfer da hinten. Die Reichweite ist okay. Ey, wie lang wir down sind, Alter. Spring doch mal, Alter. Kopf, ne? Einmal rumlaufen. Nicht auf die Klöten, auch wenn man es denkt. Wieso schreit er wie ein Drache? Was ist das für ein Schrei? Hat er den früher auch? Das gar nicht. Oh, das Schild! Alter, wie lange er braucht, um aufzustehen? Ich kotze. Alter, diese Kollisionsabfrage macht mich gerade fertig. Thank you.
Sehr gut. Wenn du jetzt einfach ganz locker weiterspielst. Ganz locker. Sehr gut. Bisschen zu viel vielleicht. Gut, gut, gut. Ja. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Wir haben Tower Knight First Try. Hammer, Eddie. Alter. Alter, guck mal, ich weiß nicht, ob ich traurig sein soll, dass ich den Tower Knight nicht einmal battlen durfte oder für dich froh sein darf, dass du ihn First Try gemacht hast. Geil, Alter. Ich freue mich auch. Nicht schlecht. Ich bin richtig am Zittern, ey. Nicht schlecht. So. Milestone. So, und das ist hier nämlich ein geiler Archstone. Wenn man von dem hier spawnt, dann hat man diese zwei Blue Knights hier direkt vor einem. Mit dem Rücken zu einstecken. Ja, stimmt. Und die kann man das kann man so, am Anfang macht das noch Sinn, so, weil da gibt, glaube ich, einer 500 oder so. War das grüne Heil-Items, oder? Weil die brauchen wir ja jetzt eigentlich. Komm, man sieht, guck nicht so böse. Du hast gerade 30 Heil-Items gemampft. Ey, das ist doch so scheißegal, die Heil-Items. Hm. Kriegt man die keine? Kann man farmen, Dennis? Ja, das sagst du immer, aber trotzdem haben wir keine. Oh Mann. Den ersten schon mal verrafft. Wie viel gibt es? 415. Den zweiten? Es gibt tatsächlich Heildinger, das ist doch geil. Hä? 10.000 Seelen. Oh, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Gut. So. Gut, 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 gut. Wir wurden noch nicht invaded, obwohl wir Invasion auf krass haben. Ja, wir sind aber jetzt auch erst lebendig. Davor konnten wir gar nicht. Ach invaden. Ja, stimmt. So, jetzt können wir erstmal ein bisschen leveln und looten und leveln. Jetzt haben wir. Ah, warte, jetzt kaufe ich das Claymore, nein, oder? Nein! Na, wenn du willst, 6.000 ist ja nicht viel. Wenn du das haben willst, dann hol dir das. Ey, aber komm, ich hab keinen Bock mehr mit dem Bastardschwert. Das, genau, das heißt ja nicht umsonst Bastardschwert. Das ist der Unterschied zwischen Bastardschwert und Claymore. Ist genau das gleiche. Gleiche Moveset wahrscheinlich. Oder? Meinst du nicht auch? Ich will mit dem Claymore spielen. Okay. Bis wir gerne irgendeine geile Waffe finden, aber dieses Bastardschwert. Weißt du, dieses Bastardschwert, ich schwöre dir, es ist so ein Bastard, dieses Schwert. Hurensohn. So ein Hurensohn-Schwert. Jetzt nur nicht sterben mit den 11.000 Seelen im Gepäck. Links angetäuscht, rechts vorbei, hast du gesehen? Und da sind die Charts. Hearthstone 1. Hearthstone 2. Oh, 2 sogar. Ist auch im Prinzip der Gegner, der einem hier, also ne, der Tower-Boss ist ja eine große Variante von den Dingern. Auch die hier sind von vorne nicht verwundbar mit ihrem Schild. Du musst hinten rumgehen. Im Prinzip die alte Miyamoto-Schule, dass du im Level lernst, was du dann beim Boss anwenden musst. Nicht verunsichert, ich wollte mich heilen reflexmäßig, aber ich habe schon wieder Angst, dass du schimpfst. Ich heil mich wegen den Scheißhunden. Ich hab Schiss. Theoretisch könnten wir auch noch invaded werden jetzt hier übrigens. Glaub ich. Oder? Ja. Du überlegst, weil der Boss tot ist, ne? Ob das dann noch geht. Ja, genau. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, mir wäre auch so. Bist du nicht gerade an unserer Leiche vorbeigelaufen? Da lagen noch Seelen, glaube ich. Echt? Ja. Aber ich dachte, es wäre einfach nur. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir da gestorben sind. Direkt auf der Treppe, auf der, wenn du jetzt hier links reingehst, rausgehst, liegt das auf der Treppe draußen. Tatsächlich. 600. Na gut. Das ist auch ein Blue Knight.
Behind blue nights, nobody knows what it feels to be the bad man. So, jetzt. Eins. Zwei. Und drei. Ja. Zwei. Auf einmal. Sehr schön. So. Jetzt sterbe ich an diesem Bogenschützen. Nein! Oh. Hast noch eine Chance. Nein! Ja. Crescent Moongrass. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Frag den Typen mal. Hol dir dein Bastardschwert. Dein Claymore, meine ich. Geil! Thanks for that. Jetzt wird alles gut. Und überhaupt oh, wir können es noch gar nicht tragen, wie es aussieht. Was fehlt? Ja, ordentlich Stärke, ne? 20. Ja, leveln wir jetzt ab. Was ist denn jetzt der beste Weg zum Nexus? Das Ding Archstone benutzen. Den Archstone, genau. Mach mal. Da kommen nämlich sonst die Blue Knights, wenn wir jetzt vorne. Du könntest hier jetzt auch den Drachen machen, noch nebenbei, ne? Mit was denn? Ja, weiß ich ja nicht. Ich dachte. Kaufst du bei dem Typen einfach mal ein paar Pfeile? Größer, ne? Ja, Reichweite ist geil. Ja, ja, größer ist immer besser, das. So. Was dran. Upgradieren, jawohl. Plus 1, plus 2. Okay, haben wir nicht. 3. Hearthstone Shards brauchen wir. Okay, als nächstes. Müssen wir zu dem hier, glaube ich. Ha? Oder soll ich Pfeile kaufen und du Seelen poppen, Pfeile kaufen, Drachen machen? Jetzt kannst du den Drachen nicht mehr machen. Jetzt haben wir den Boss gekillt, jetzt ist der Drachen nicht mehr da. Jetzt könntest du die Items sammeln überall an dem ganzen Level. Ja, oder ich erzähle mir, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich dachte, ne? Nee, solange der da fliegt, kann man den doch auch killen. Ja, aber der fliegt ja nicht. Ich glaube, der fliegt nicht mehr, wenn du den Boss gekillt hast. Dann ist da kein Drache mehr. Der ist dann in den nächsten Level geflogen. Ich glaube, du erzählst Quatsch. Aber ich will das jetzt wissen. Da gibt es nämlich auch ein 100%-Schild. Meine ich. Ja, dann würde ich es ja mal ausprobieren. Ich meine, du weißt doch, dass irgendwann diese beiden Drachen nicht mehr an diesem Ort verweilen und nicht mehr da sitzen. Ja. Die Frage ist nur, wann. Und ich spekuliere jetzt einfach gerade, wenn der Boss tot ist. Nee, das ist, glaube ich, viel, viel später. Okay. Fliegst du jetzt, warte mal, fliegst du jetzt doch gucken? Ja. Sehr gut. Also brauchen wir noch 3 Schaden. Er kriegt mich immer. Und der auch. Die lachen sich schon kaputt. Er kommt, sagen die sich so. Psst, 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 er kommt. Heute mit Augen zu. Okay, Blobbo. Ich habe ihn heute 3-mal getroffen. Ja. Ich habe nicht mal hingeguckt und ihn 2-mal erwischt. Ah,
2 Charts. Die haben eine 100% Trefferquote hier einfach. Die sind über. Oh, guck mal, im Chat sagt gerade Kikro, dass die in Pure White weg sind. Was muss man nochmal machen für Pure White? Da muss man PvP-Kämpfe gewinnen, ne? Lebendig werden. Lebendig sind wir. Nee, lebendig werden, das macht's White. Ob wir lebendig sind, sagt nichts darüber aus, wie White die World ist. Aber hier ist er nämlich jetzt noch und das heißt, wir können ihn auch killen. If it bleeds, we can kill him. Da ist er noch, ja. Also. Ja, ist er, okay. Aber dann schau mal nach, wo die beiden Drachen abhängen. Dann ist da aber einer weg, wenigstens. Aber das bringt ja nichts. Da müssen ja beide weg sein. Das ist halt der. Nee, egal. Okay. Wir könnten aber jetzt überlegen, ob wir Seelen poppen, Pfeile kaufen, Drachen killen. Hätte ich Bock drauf, ja. Ist die Frage, wie lange. Warte mal, da war ein Item rechts. Wie lange haben wir denn noch, liebe Regie? Noch 11 Minuten, das wird ein bisschen knapp. Für den Drake. Echt, ist schon krass, wie die Zeit vergeht in Boletaria. Was für ein Bild, wie die da draußen vom Nebel stehen. Das sieht so gut aus. Ja, das bringt nichts. Zumal wir, glaube ich, wir müssen es mit den Bolts machen, weil wir noch gar keinen Bogen benutzen können. Weil wir zu wenig Geschicklichkeit haben, glaube ich. Das Schießen meinst du mit dir? Ja. Da mit den Bowls. Ich dachte, was für glatzköpfigen Typen redest du denn? Den Bowls. Ja, hier holen wir eine Armee von Glatzköpfen. Okay. Das Dümmste, was passieren kann, ist nur zum Alter, wie cool das aussieht. Das hat eine ganz andere Farbgebung hier. Warte mal, hier ist auch ein Lizard. Hau ihn schnell! Ja, der ist doch gefährlich zu kriegen. Ja, richtig. Aber du machst es super. Genau, in die Ecke. Wunderbar. Er kann nicht mehr. Wenn ich jetzt noch einmal. Jawohl! Geil. Und wie war das jetzt? 8 Hearthstone Shards hat er gedroppt, Alter. Genau. Das kann man jetzt 3-mal machen, oder? Und hat dafür 5 Versuche. Also oder sowas. Theoretisch kann ich jetzt, wenn das noch so geht, sollen wir es mal probieren? Würde ich sagen, bevor wir Scheiße bauen, mach doch den Lizard jetzt schnell 3-mal. Wenn du hier rausgehst, Exit Game. Pass auf. Das ist der Trick. Das ist der Trick. So ging's früher. Und dann lädst du und stehst direkt bei ihm. Ach so, ja, okay. Dank der schnellen Ladezeiten ist das auch ganz angenehm eigentlich. Und siehst du ihn? Nee. Vielleicht gibt's die jetzt nur einmal. Vielleicht haben die das geändert. Das glaube ich nicht. Warum sollten sie die Anzahl der Einzelnen? Naja, weil er dafür ganz schön viel gedroppt hat. Weil das war schon ein komisches Feature, dieses. Meinst du? Ja, dass die 3-mal erscheinen und dann nie wieder. Geh dich bitte einmal zurück und lass uns das einmal kurz rausfinden. Das bezweifle ich arg. Also zumindest das geht nicht mehr, diesen Bug Abuse. Gucken, ob es so geht. Wenn man nochmal. Aber 8 Hearthstone Shards, das scheint mir auch ganz schön viel. Hearthstone sind die billigsten Shards überhaupt. Ja, trotzdem, 8 Sachen haben die nie gedroppt. Guck, er ist weg. Ist er weg! Aha. Die sind nicht mehr da! Hallo there. Souls, souls. I trade fine goods for souls. Pickaxe. Ich glaube, wenn man. Naja, verwechsel ich. Wenn man einen killt, kriegt man irgendwas. Das ist auch ein prima Spot zum Sterben hier übrigens. Ach, die ist noch gar nicht aktiviert. Das aber. Gar nicht zum Schmied. Muss ja wieso sein. Kommt man nicht zum Schmied? Du kannst doch da. Hopp, 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 hopp. Frage ist nur, wie kommt man wieder rauf? Ach, guck mal, das ist extra so, dass du nicht runter durch kannst, oder was? Soll ich rollen oder was? Ich weiß nicht.
Ja. Haben sie extra so gemacht. Du kannst nicht zum Schmied. Aber, nee, doch nicht. Das da oben nicht. Sind die Gorons und werfen mit den Steinen. Das sind die aus Zelda, ne, Gorons? Mhm. Dieser Kran mit dem Ding, meinst du, das kann man abschießen? Gab es das schon immer? Wie sieht das jetzt aus? Das ist ein Souls-Spiel, da muss man Sachen ausprobieren. Wie aimt man denn nochmal? Also, wie kann man denn nochmal anvisieren mit dem Ding? Ich glaube, das ging nur mit Pfeil und Bogen und nicht mit Armbrust. Was? Nichts, ich wusste dir was ins Ohr. Was? Also. Hä? Okay, hä? Okay, es geht nicht. Ist ja gut, schreit mich bitte nicht an. Die Hand, das ist voll auf die Hand gefallen, der Stein. Sticky White Slime. Ah, hast du es gekriegt? Ja. Sticky White Slime ist doch für Enchantment, ne? Magic oder so. Magic Enchant of Weapon. Oh, jetzt sind wir hier. Der Shortcut. Hier geht's zum Primordial Demon, weißt du noch? Die Black Tendency Demons. Ja. Obendrauf ist nämlich eigentlich einer. Boah, die halten aber krass was aus, Alter, ey. Ja. Boah, die sehen aber jetzt richtig nice aus. Findest du? Ich finde, die sind böse. Aber haben die schon immer so viel ausgehalten? Ich glaube, ja. Wobei ich keine Ahnung habe. Au! Alter, der hat eine. Nochmal! Selbe Feuer! Sehr gut! Das gab 7 Seelen! Genau dazwischen. Er braucht noch ganz schön viel Stamina, das Claymore. 3 Seelen pro Kill. Naja, geil sind nicht. Da hinten ist der Clown. Der ballert los, wenn er mich sieht. Ja. Ah, der Feuermann, ne? Ja, und Hunde auch. Hunde kommen auch. Ja. Mit der Farbe los. Hä? Was ist denn mit dem Spiel los? Was ist denn jetzt los? Soll das irgendwie Absicht sein, damit das so minenmäßig wird? Aber ein bisschen extrem, oder? Sag mal, haben wir wieder auf Vivid geschaltet aus Versehen oder so? Hä, das ist wieder ja mega strange. Das soll, glaube ich. Das ist doch kacke. Mach mal. Echt? Soll das so sein? Performance. Filter ist custom. Wir hatten irgendeinen Custom-Filter drin. Okay, das war strange. Komisch, ne? Ey. Ich greif dich nicht an, du greifst mich nicht an, okay? Ja, ja. Machen die mal den. Komm, Doggo. Der Drecksköder. Gib ihm. Und 2. Schön. Der ist weg. Andere guckt doof. Du hast den Mage noch nicht getriggert. Nee. Das ist wunderbar. Also hast du alle Zeit der Welt. Aber ich habe die Johnnies hier getriggert. Ja. Ja, den nach Valhalla hast du die getriggert. Nee, nicht. Jetzt habe ich den Mage getriggert. Von da oben, ja. Den Scheiß-Mage. Der ist es gar nicht gut, der da oben, den zu triggern. Das ist 2 Mages, ne? Unten ja. Ist ja auch noch einer. Aber der da oben sollte eigentlich nochmal. Ja, rennen einfach unten zu. Wobei, ich fand's. Jetzt hast du unten die Leute getriggert. Jetzt kannst du da auch nicht mehr so gut reinrennen, oder? Ah, geht schon. Meinst du beim Clown rein oder was? Unten rein, Clowns netzen. Die stehen lassen. Für 3 Seelen. Das interessiert den nicht, wenn du den schlägst. Was für ein Fucker. Stagger die 0. Clown nennst du Alter. Die.
Ja. Alter. Habe ich weniger schwer in Erinnerung als das hier gerade. Ja. Also die scheinen auf jeden Fall deutlich mehr auszuhalten. Wir müssen auf jeden Fall das. Wir haben jetzt genug Steine, wir können das Claymore auf jeden Fall noch ein Level mindestens hochgraden. Das muss auch sein, wie man sieht, sonst. Ja, war schon nicht gut, war aber auch mir egal gerade so ein bisschen. Ich wollte ihn jetzt nicht da cheesen. Dennis. Hm? Muss auch mal loslassen können. Ja, sorry. It's too late. Hier war wirklich nichts. It's too late to apologize. It's too late. Okay. Ja, wir haben keine Stichwaffe jetzt, das stimmt. Ich habe auch gedacht, dass mit einem Stich. Aber du kannst das Claymore upgraden. Aber gut, warum kommt der? Ich habe keine Seelen. Junge, der Stein war aber schon lange hier in den Brunnen gefallen. Es kann nicht sein, dass ich da noch Damage von kriege. Ja, da hast du gecheckt. Hier ist nichts. Guck mal weiter hier. Hat das Claymore nicht auch eine Stichattacke? Backstabby, Stabby. Na, jetzt habe ich euch beide, ne? Ja, das ist ein bisschen wie meine Tweets. Du triggerst die Leute. Nice. Ach, es ist, schwingt so schön durch irgendwie, das Claymore. Schwing! Shit, Mann. Am letzten. Wieso habe ich die jetzt getriggert? Die Regie, müssen wir pünktlich Schluss machen oder was? Wie lang denn? 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Habe ich den noch rausgeholt. Wow! Gut. Ja, jetzt bist du hinter ihm. Alter, ich war... Danke für die 5. Ich wollte nur, dass das Regie pünktlich Schluss machen kann. Wie willst du jetzt mir das Pad nicht geben, damit ich die 5 Minuten noch spiele? Wieso? Du, doch, klar kannst du, wenn du meinst. So, ich meine, es wird sich halt mega anbieten, aber wie kannst du es nochmal try starten? Ich nehme die 5 Minuten. Okay. Und mache hier Grader up. Upgrader, der Peter. Mal gucken. It's something trade your soul. So interesting. I can tell you're not going to last. $400, $800. Dann mache ich noch einen für Reparatur. 1200. Ich glaube, wenn man upgradet, ist es dann sowieso schon repaired, oder? Drei. Immer brauchen wir noch 3. Warte mal. Scheiße, das wäre geil. 137 wäre schon ordentlich. Okay. 3 Hearthstone. Also haben wir jetzt nicht upgradet. Doch, ein Level. Ein, ne? Ein, ja, okay. Ja, siehst du. You come back alive. I need your business. Back in the time, King Alan left on some... Soon,
Mir neue Leute. A warrior from afar, are you? May you enjoy victory in battle. Umbasa. Umbasa. A warrior. May you enjoy Umbasa. Uh-huh. I have sinned. As the mage. Allegiance to Saint Urbain, but was of no use to him. And now I have run away and abandoned. Oh Lord. Den soll man killen, ne? Was? Nein. Doch. Wieso? Der will, dass man ihn killt. Ich meine, den sollte man töten. Oh, August One, deep within the dark, will you continue to pray? Ist das nicht der Typ, der die Zaubersprüche beibringt am Anfang, bevor du den mit der Mütze findest? Den Oberzauberer? Er hat die. Are you here to face the demons? If so, please free Sage Freyk the Visionary from his cell in Latria. I will help you however I can. I can teach you elementary spells. Elementary spells. Sage Freyk is a gleaming hope Geil, for humankind, sieht, but I have not the power to save him alone. Ah ja, der ist der Magic Dude. Okay. Enchant Weapon. Schon ganz geil. Bisschen teuer. Ach. Nee, warte. Das habe ich auch nie benutzt, Familiar's Prank. Cloak? Hab ich auch nie benutzt. Hast du das mal benutzt, dich unsichtbar machen? Ausprobiert habe ich es garantiert mal. Aber man konnte sich doch auch verwandeln in so Vasen und so, ne? Ja. Ging es schon bei Demon's Souls? Ah, wahrscheinlich nicht. Become hidden. Master Freyk is a great man who has systemized the magic of the soul arts to make it possible for human imitation. By observing the state of Boletaria and the demons within it, he is likely to pave the way for greater things. All the more reason that I must meet Master Freyk as soon as possible. I see. Just ensure that you win. Ja. Ja gut, lohnt sich jetzt in der Tat nicht mehr noch irgendein großes Level anzufangen. Dann machen wir jetzt hier Schluss und starten dann. Wir haben Tower Knight gelegt. Du hast Tower Knight gelegt im First Try. Ne? Ja, war doch erfolgreich. Wir sind zumindest weitergekommen. Wir haben ganz ein Level geschafft. Das ist für eine Sendung ziemlich gut. Finde ich auch. Und wir haben das Claymore. Das macht mich, motiviert mich für die nächste Folge morgen. Claymore. Morgen Abend, glaube ich, 20 Uhr. Ja? Oder was? Nee, morgen Abend ist, glaube ich, unsere Road to PlayStation. Heute ist Montag. Morgen ist die Road to PlayStation. Da gibt es das große PlayStation 5 Event hier um 20 Uhr. Und wann ist knallert durchgenommen? Um 17 Uhr. Morgen um 17 Uhr. Morgen um 17 Uhr geht's direkt weiter, Leute. Genau. Umbasa. Umbasa. Edmund Denzel sagen Tschüss.